So, das können wir weg. Der kann zu ihr, damit wir hier nicht zu voll sind. Trank der Macht. Genauigkeit, Schaden, maximale Ausdauer. Also was, dann kriegt sie den Trank der Macht. Der erhöht nämlich nur die Angriffsgeschwindigkeit und die Ausdauer. Und er kriegt die Kriegsbemalung. So. Ein Ausdauertrank, ein paar Biere und so weiter. So, das heißt, es geht wieder nach unten. Dann geht es jetzt nach Ulmenkap. Und von Ulmenkap geht es dann zurück auf die Grabesinsel. Und dann nähern wir uns dem großen Ende. Die beiden Nebenquests, die jetzt noch offen sind, die ignoriere ich einfach. Weil den Adra-Drachen, den kann man einfach nicht besiegen. Auch wenn er jetzt laut Patch Notes ein bisschen genervt wurde, aber ich habe keine Lust mehr drauf. Muss ich ehrlich zugeben, das ist irgendwie nichts für ein Let's Play, den Adra-Drachen zu machen. So, da geht's zum Bezirk Ulmenkap. Und die zweite Quest mit der trauernden Mutter, habe ich keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Ich habe so das Gefühl, dass ich einfach nur oft genug rasten müsste. Oder sie halt hätte öfter mitnehmen müssen und mit ihr zusammenrasten müssen, dass da was passiert. Aber das habe ich dann wohl auch nicht geschafft. Das werde ich alles offscreen mal probieren. Und dann werden wir ja im zweiten Playthrough, wenn ich dann mit White March auch spiele, wenn ich es nochmal spielen sollte, im Let's Play. Vielleicht mache ich auch einen Stream draus. Dann werden wir ja sehen, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall kommt jetzt danach Pillars of Eternity erstmal ein kürzeres Projekt. Weil nebenbei läuft ja auch noch Age of Mythology, was ich vor kurzem angefangen habe. Wobei ich da mit der Aufnahme auch schon bei der Hälfte bin. Also der Hälfte der Hauptkampagne. Dann habe ich ja noch das Add-on und die Mini-Kampagne. Also ist noch gut was zu tun. So, jetzt sind wir in Zwillingsulmen, im Ulmenkap. Und da will ich nach Tier Evron, genau. Geben wir mal ein bisschen Speed dafür. Ja, die beiden Wächterinnen können wir ignorieren und dann ja, ist wirklich die Frage. Hagrim ist Waldläufer und Jäger. Eigentlich wäre es doch besser, wenn er sich Galloway anschließt. Was zur Hölle? Warum ist hier, sind hier ein Steak hier und anderes Viehzeug? Okay. What? Das war nicht so nett. Ach ja, und das hier ist jetzt in pro Ruhephase und pro Begegnung unterteilt worden. Das ist auch cool. Und modal pro Begegnung. Auch modal pro Begegnung. Ready, Watcher. Das ist auch alles pro Begegnung. Und das ist pro Ruhephase. Okay, cool. Und hier halt, die Gegenstände wurden in den Rucksack gepackt. Was ich auch nicht schlecht finde. Hi? Ja. Also ja, wir haben hier, genau. Rümgrans, Gen und Ondra können wir vergessen. Das haben wir verbockt. Wir hätten Berat, wir hätten Hyela und wir hätten Galloway mit Abydon und Magran. Das wäre eigentlich einmal, weil Galloway ein Jäger ist. Also der hat ja Bestien, so wie Hagrim ein Jäger ist. Und Abydon ist der Golem, der Schmied. Ah. Was Hagrim als Zwerg, ja. Also entscheiden wir uns doch einfach mal für Galloway. Zu Galloway beten.
Genau, ich schwöre hier und jetzt, dass ich alle gefangenen Seelen zur Stärkung des Dürrwalds in Essenz umwandeln werde. Nein, ich möchte... and calculate. Eigentlich doch nicht. Ich nehme doch das Rationalste und schicke die Seelen zum Rat zurück. Zu Berat beten. Der bleiche Paladin und der Totengräber stehen vor dir. Hast du dich entschieden, Wächter? Mit dem Hüter über Leben und Tod kann es kein Gott aufnehmen, wenn es um Macht geht. Das stimmt allerdings. Und da wir Berat sowieso genug Schaden zugefügt haben, indem wir in Redricks Burg randaliert haben, versprechen wir, dass wir die Seen zum Kreislauf zurückführen. So ist, sei es, Wächter. Aber vergiss dein Versprechen nicht. Der Totengräber streckt seine knochige Hand aus und legt sie dir auf die Stirn. Seine Berührung überwältigt dich und du spürst, wie dein Bewusstsein, wie sich dein Bewusstsein erweitert. Geblendet streckst du eine Hand aus, nur um eine andere Hand zu spüren, die in Größe und Form der deinen gleicht und zu dir zurückgreift. Hagrim hat Berats Segen erhalten. Als du deine Augen endlich wieder öffnest, stehst du erfüllt mit Berats Macht in Tir Evron. Berats Segen? Ah, cool, das hier sind meine Watcher-Fähigkeiten übrigens. Also das kann ich auch pro Ruhephase einmal. Schmelztiegel der Seele. Herrschaft der Schläfer. Das ist übrigens auch ziemlich cool. Plus 2 auf alle Attribute für 20 Sekunden. Das könnte ich wirklich in dem Bosskampf gegen Taos mal machen. Gesprächspartner der Ruhelosen. Verängstigt für 10 Sekunden. Genauigkeit gegen Wille. Ja, das ist jetzt nicht ganz so praktisch, aber das hier. Entzieht 12,7 Brennenschaden als Ausdauer. Hat eine Reichweite von 8 Metern und einen Wirkungsradius von 1,25 Metern. Also auf die große Gruppe ist das sehr schick. Genauigkeit plus 10 gegen Tapferkeit. Okay. Ah. Gut, das heißt jetzt raus hier. Ich frage mich gerade, ich muss mal kurz gucken in dem im Optionsmenü, ob durch die ganzen Updates ich immer noch im Expertenmodus eigentlich bin. Oder ob sich der irgendwie aus Versehen ausgeschalten hat. Weil ich habe ja das Spiel im Expertenmodus begonnen, ohne die ganzen Hilfestellungen. Also wie sich Dialoge und so weiter auswirken. Ja, aber der Expertenmodus, okay, der ist immer noch verbuggt. Ist immer noch an. Diese Option ist ausgewählt, wenn dein neues Spiel startet. Sie kann im Spiel nicht aktiviert werden und nach der Deaktivierung im selben Spiel nicht reaktiviert werden. Genau. Das heißt, der Expertenmodus ist immer noch vollkommen an. Wir haben... jetzt Berats Segen und Berats Macht. Das heißt, wir können jetzt wirklich springen. So, das heißt zurück zur Grabesinsel. Am besten mit Direktreise. So, Grabinsel, 2 Stunden. Und dann werden wir mal sehen, was Taos uns so zu sagen hat. So. Okay, Grabesinsel bei Nacht. Ja, ich will da hochklettern. Ruhig die Seelen einsacken, die hier noch rumschwirren. Und das hier war eine Voidika-Statue, genau. Das heißt, wir springen jetzt. Ja. Genau. In die Grube springen.
Du springst, du vertraust auf die Versprechen der Götter und die Macht der Seelen, dich sicher nach unten zu bringen. Der plötzliche Fall raubt dir den Atem, doch die Seelen fangen dich auf und umhüllen dich mit einer glänzenden, pulsierenden Aura. Doch obwohl sie deinen Sturz verlangsamen, spürst du noch immer, dass du zu schnell fällst. Die Essenz, die dich umschließt, ist stark, aber chaotisch. Du merkst, dass du auf die Wand zutreibst. Pass auf die Wand auf, Hagrim. Das würde Spuren hinterlassen. Umdrehen, also dass du wieder in der Mitte der Grube bist, die Kontrolle über die Seelen übernehmen, um dich selbst in Sicherheit zu bringen. Nach einem Gefährten greifen. Du streckst den Arm aus und spürst eine Hand, fest und sicher, die sich um deinen Unterarm schließt. Sie zieht dich von der Wand weg, gerade als du spürst, wie dein Zeh etwas streift. Es gelingt dir, deine Arme und Beine zu einem Kreuz auszubreiten, wodurch du deine Position und deine Fallgeschwindigkeit stabilisierst. Das sieht aber nicht gerade so aus. Du erreichst den Hof der Büßer und spürst unter deinen Füßen die Sicherheit von jahrtausender alten Steinen. Damit gibt es jetzt keinen Weg mehr zurück. Wir nähern uns dem Ende. Von Pillars of Eternity. Den Säulen der Ewigkeit. Und ja, ich musste das gerade ein bisschen dramatisch machen, nach allem, was so passiert ist. After what seems like an eternity, your rapid descent comes to an abrupt end. You remain still for a moment while your heart settles and your eyes adjust, breathing in stale, forgotten air. Before you, a narrow and eroded walkway becomes faintly visible in the dim light, cutting a winding path through a cavern so expansive it seems a world unto itself. In the distance, you can make out the cold gleam of living Adra veins that spike and fork in and out of view from the murky depths beneath, their glow a faint and fleeting guide along the ancient trail. You look above at the opening you jumped through, now barely a speck of light like some distant star alone in the cosmos and forever out of reach. Your only way lies ahead. Yeah. Letzter Akt. Neue Quest, Erinnerung der Alten. Better than I expected. Think I dislocated my... That's better. Everyone all right? No shattered knees? Good. Just me, then. Ja, da oben werden jetzt Quests abgeschlossen. Gut. Ja, wir haben den Rat der Sterne. Ich habe Taos nach Berat Iman verfolgt. Nun gibt es kein Zurück mehr. Hof der Büßer. Ich habe den Stutzenboden der Grube im Hof der Büßer überlebt. Erinnerung der Alten. Ich habe getan, was die Dilemgan mir rieten. Ich wurde sicher in die Tiefen von Breif Eaman getragen. Mit dem Segen der Götter. Sie wünschen, dass ich Taos daran hindere, die Seelen der Hohlgeburten aus dem Dürrwald seiner Göttin Voedika zu überlassen. Gleich ob das geschieht oder nicht, wir scheinen noch eine Rechnung offen zu haben und ich muss ihn so schnell wie möglich finden. Das Flüstern in meinem Kopf ist jetzt lauter und ich finde keine Ruhe mehr davor. Bis ich ihn erreicht habe, bin ich vielleicht schon so verloren, wie Meerwald es war. Ich habe den Fall vom Hof der Büßer überlebt. Der Weg vor mir führt durch das ewige Gefängnis der Glafantaner und wenn die dem ganz schwächsten die Wahrheit gesagt haben, nach Sonne im Schatten, wo Taos sich auffällt. Gut, gehen wir mal ins Tagebuch mit den Visionen. Bei den Docks, also zum ersten Mal hatten wir Spaß mit Iovara außerhalb von Tir Evron, das hatten wir schon. Bei den Docks der Grabinsel hattest du eine weitere Vision von Iovara. Sie machte sich Sorgen um ihre Heimatstadt und dachte über die Aushebung einer Armee nach, um sich Taos Inquisition zu widersetzen. Du gehorchtest Taos Befehl und sagst es ihr, sie soll ihn Osionus Zuflucht suchen, obgleich der dortige König bereits darauf vorbereitet war, sie in die Fänge der Inquisition zu geben.